Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. It's the truth. It's action. Everything is satisfaction. He's heading your way again. Uncle Remus, the immortal storyteller in Walt Disney's honored motion picture classic. At last, Song of the South returns, rich in American folklore. But just then, Brer Rabbit's tail snapped off real short. Its warm, live characters combined with the laughingest of all cartoon characters, known and loved today by everyone. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 306 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Zippidi-doo-da, zippidi-yay. Hi. Ja, hallo. Jetzt haben alle einen Ohrwurm. Juhu. Geh mal seit ich eins an die Backe, aber das war jetzt so falsch gesungen. Ich glaube, man kann den Song noch nicht mehr erkennen. Oh, also, oh, das komm. Okay. Ja. Ich kann das nicht. Nein. Ja, unsere Episode zur Europawahl mit Onkel Remus Wunderland, beziehungsweise Song of the South im Original von 1946. Und damit ein weiterer Teil unserer allseits beliebten Skandalfilmreihe. Ja. Diesmal, zumindest aus meiner Sicht, ein bisschen weniger schmerzhaft. Wie geht's dir damit? Geht mir auch so. Also darauf wird ja, wenn wir dann, glaube ich, auch noch heute Abend zu sprechen kommen. Also der ganze Kontext, dem dieser Film hier diskutiert wird, erscheint mir so ein bisschen skandalös oder überhaupt den Skandal erst zu verursachen. Der Film selber, naja, müssen wir später vertiefen. Deswegen fiel mir auch diese Europawahlsache gerade ein. Ich fand es so lustig. Also ich hatte hier im Zusammenhang mit meinen Recherchen gelesen, dieses Michael Eisner-Zitat, der da sagte, so Sklaverei und Rassismus seien ja in Europa und Asien nicht so große Themen. Deswegen Und der gütige Herrgott vor sein, sag genau. Ich mal. Mhm. Relativ unproblematisch auch den Film hier auf VHS und Laserdisc zu vertreiben, während er eben in den USA seit, ich glaube, Anfang der 80er nicht mehr aufgetaucht ist irgendwo. Im Fernsehen wohl schon, aber tatsächlich so Home-Video-Auswertung eher nicht, nein. Ja, das evozierte dann unangenehme Erinnerungen an das, was sich hier gerade so politisch in Europa abspielt und leider auch in Deutschland. Und wenn ich aus der Haustür gucke, dann hängen da eben auch relativ viele NPD- und AfD-Plakate und es ist relativ zum Kotzen. Und auf jeden Fall. Sehr zum Kotzen, möchte ich sagen. Und hey, hier nochmal der Aufruf, wählt das Richtige am Sonntag, falls ihr uns hört, vor dem 26. Mai. So. Richtig, ja. Genau. Ich stimme zu. Ja, Onkel Remus Wunderland, wie sind wir drauf gekommen? Lass uns mal was Einfacheres machen, sowas, was etwas Leichteres hatte ich, glaube ich, auch vorgeschlagen. Und ich glaube, für Salo waren wir jetzt nach Cannibal Holocaust unmittelbar noch nicht ganz bereit. Nee, wir brauchten so einen leichten Verschnaufer. Mhm. Ja, und für die Lars von Triersche Tristesse oder Katrin Breyage, Angriff auf die toxische Männlichkeit vielleicht auch noch nicht. Also haben wir gesagt, gut, Onkel Remus Wunderland, genau. Da wird wenigstens gesungen. Das ist von Disney, das ist auch schon etwas älter. Da fällt nicht so oft das Wort Motherfucker oder sowas. Also das kann man sich doch angucken. Und hier sind wir gelandet. Ja. In der Tat. Ich schicke einfach mal die Inhaltsangabe aus der UFDB vorweg. Und ich hoffe, man verzeiht mir den einen oder anderen rhetorischen Ausrutscher, denn ich bin so stark erkältet, dass ich manchmal nicht so recht das Wort finde, das ich eigentlich suche. Okay. Aber jetzt lese ich ja nur ab, also vor, also gebe wieder. Sollte nicht so schwer sein. Und Moonshade hat hier geschrieben, seit langem mal wieder, weil seine Eltern sich scheiden lassen wollen und er mit der Situation nicht zurechtkommt, sucht der kleine Johnny im späten 19. Jahrhundert in den Südstaaten die Nähe des freundlichen Onkel Remus, gespielt von James Baskett. Der weise Schwarze wird zu einem Vertrauten in dieser schweren Zeit und hilft ihm mittels seiner Geschichten über den Hasenmeister Lampe, der sich gegen einen listigen Fuchs und einen dummen Bär zur Wehr setzen muss, die ihn fangen und verspeisen wollen. Klammer auf, die einzelnen Geschichten sind animiert, der Rest ist Realfilm. Klammer zu. Okay. Ja. Ja, 1946, Disney-Produktion im Verleih von RKO, wie damals eben üblich, bevor Disney seinen Verleih auch seinen Vertrieb selber gemacht hat. Regie führten Harvey Foster, der hat die Live-Action-Segmente inszenierte, und Wilfred Jackson, der die animierten
Szenen derer, da sind drei inszenierte. James Baskett heißt der Hauptdarsteller, den haben wir bereits benannt. Und Bobby Driscoll spielt hier seinen jungen Protégé, den jungen Sohn der Südstaatenfamilie. Genau. Um den er sich da kümmert, der ganz viel weint. Ja. Ganz oft. Ja. Ja. In der Tat, dem Jungen geht's ach so dreckig, ja. Mhm. Ich wollte eigentlich nur noch hinzufügen, wenn man sich Bobby Driscolls Geschichte danach so anguckt, gibt's natürlich genug zum Weinen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da sollten wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich fand es schon sehr haarig, also da ist mir schon so ein bisschen ein Klößchen im Hals stecken geblieben fast. Ja, ich meine, sowas, was jugendliche Schauspieler in Disney-Filmen angeht, hat es auch mal Kurt Russell ein bisschen besser getroffen. Ja, wir können es ja mal verkürzt sagen. Ich glaube, Bobby Driscoll war dann, glaube ich, mit 16, 17 schon heroinabhängig, nachdem es dann nicht mehr so gut lief bei Disney und bei anderen Studios schon gar nicht. Und ist dann mit 31 verstorben, auch an Herzversagen, als späte Konsequenz seiner langjährigen Heroinabhängigkeit. Und besonders tragisch finde ich ja, sein Leichnam konnte überhaupt nicht identifiziert werden und wurde erst anderthalb Jahre wohl durch einen Zufall von seiner Mutter, die sich dann irgendwann fragte, was macht der Junge eigentlich, aufgetrieben. Und da war er natürlich schon lange eingeäschert und ganz, ganz gruselig. Genau, tja. Aber hey, wieder zu fröhlicheren Dingen. Ja. Meine persönliche Geschichte zu Onkel Remus ist eigentlich keine wirkliche. Also ich habe den Film als Kind nie gesehen. Mir war er so als, der geisterte so als Titel irgendwie durch meine Erfahrung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeiner Hörspiel-Schallplatte vielleicht ein Bild von dem Film war oder irgendwie, weil ich eben Kapp und Kappa gehört habe oder sowas dann hinten drauf oder das Schmunzelmonster oder sowas dann hinten drauf irgendwie Werbung war für die Hörspielversion von Onkel Remus oder sowas. Auf jeden Fall, also irgendwie, mir war der Film halbwegs bewusst, aber ich habe ihn nicht gesehen. Als dann wir die ersten Ausflüge in die Videotheken machen konnten, da war ich dann logischerweise schon etwas älter, stand dieser Film relativ prominent bei den Kinderfilmen rum. Die erste Videotheken-Mitgliedsclub-Karte hatte sich meine Mutter für mich geholt, damit ich die Droids-Zeichentrickserie sehen konnte, weil die stand da eben im Schaufenster gut sichtbar. Und nee, der stand halt da so in der Nähe rum. Und ich habe aber halt immer dieses Discover von dieser VHS gesehen. Und irgendwie hatte er mich schon interessiert, aber ich bin nie dazu gekommen, den mir anzugucken. Das erste Mal, dass ich wirklich was davon so halbwegs mitbekommen habe, war, ich glaube, ist es Fletch 2, der Chevy Chase Film. Da gibt es so eine kurze kleine Parodie, wo er dann irgendwie wie Colonel Sanders persönlich irgendwie über eine Plantage hopst und Zibbidi-Duda singt, inklusive einem kleinen animierten Vogel. Zumindest wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, dass sich das auf den Film bezieht. Und dennoch habe ich ihn nicht gesehen. Ich habe ihn erst gesehen, als er mir im Studium über den Weg lief, genau in dem kontroversen Zusammenhang. Da habe ich irgendwann mal gesagt, so jetzt, ich muss den jetzt einfach mal mir angucken. Und ich glaube, ich habe den jetzt zwei oder drei Mal gesehen im Ganzen. Keine wirklich spannende persönliche Geschichte dazu. Ist ja mehr als beide. Die deutsche Synchronisation stammt ja von 82, also gehe ich auch davon aus, dass der Film vor 1982 niemals wirklich in Deutschland erschien. Ich habe überhaupt keine persönliche Geschichte mit Onkel Remus Wunderland, eben außer der über sekundäre Quellen. Also ich glaube, meine erste so nicht ganz unmittelbare Erfahrung mit dem Film, also erster Berührungspunkt war auf einer dieser zahlreichen Disney Song Compilations und ich habe die als Kind oder Jugendlicher gesehen und da lief mir eben Zippidi-Duda über den Weg, habe ich dann auch ehrlich gesagt relativ schnell aus meinem Gedächtnis gestrichen und war dann glaube ich irgendwie nur ganz in den hintersten Hirnwindungen irgendwie noch so vorhanden als ohrwurmiges Ding von anno dazumal irgendwo da und bin dann viele Jahre später, vor gar nicht so allzu langer Zeit, in einem Podcast, ich glaube, The Protection Booth drauf gestoßen, wo, glaube ich, auch das Gespräch über den Film dem Ansatz folgte, ja, jetzt gucken wir mal, was so wahnsinnig kontrovers an dem Film ist und dann, glaube ich, alle beteiligten Sprecher oder Sprecherinnen sehr enttäuscht waren über die kontroversen Qualitäten des Films, nämlich die sind eher schmal. Ja. Das ist tatsächlich genau mein Ansatz und ich hoffe, vielleicht ein bisschen schlauer aus dem heutigen Abend rauszugehen. Ich meine, das ist halt genau das, was man halt liest, sobald man sich mit dem Film in irgendeiner Form auseinandersetzt. Und ich möchte das auch überhaupt in keiner Form irgendjemandem absprechen, aber
ich verstehe es nicht so ganz. Ich hab so ein paar Ansätze, bei denen ich irgendwie sage, ja, okay, ich kann es mir vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, wie man das da, wie man eine rassistische Lesart präferieren kann, auf jeden Fall. Und ich glaube schon, dass es halt verschiedene Ansätze gibt, die, sagen wir mal, vielleicht aus heutiger Sicht nicht so nicht mehr gemacht werden würden. Mhm. Ja, aber ich sehe da eben kein Birth of a Nation, ich sehe keinen, weiß ich, ewigen Juden oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich sehe nicht mal die dicklippigen Karikaturen aus Max Fleischer Cartoons oder sowas in der Richtung. Mhm. Oder die Jim Crow Dumbo Szene oder sowas. Ich tue mich halt wirklich schwer damit, die erhitzten Gemüter nachzuvollziehen, auch wenn ich es natürlich ernst nehme. Ja. Vielleicht kannst du mir nochmal erklären, was eben tatsächlich der Punkt ist, warum eben sich das eben auch bis heute so hält, als Wahrnehmung. Also meine Wahrnehmung ist, dass der skandalöse Ruf von Song of the South auf zwei Faktoren überwiegend basiert. Das eine ist natürlich die Kontroverse zum Zeitpunkt seines Erscheins, in dem eben der Film nicht so in Grund und Boden analysiert werden konnte, wie wir es heute können. Teilweise konnten die Menschen, die ihn kritisierten, insbesondere hier der NAACP-Abgeordnete von der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, anscheinend hatte nicht mal die Möglichkeit, den Film zu sehen, meinte aber, er müsste ihn schon vorab kritisieren. Klar. Das ist natürlich dann tragisch, wenn man sowas macht und dann eben auch Fehlern aufsitzt und dann erst im Nachhinein feststellt, oh ja, vielleicht war es dann doch gar nicht so. Aber er hat natürlich grundsätzlich recht, beziehungsweise haben alle kritischen Stimmen recht. Der Film hat natürlich rassistische Stereotypen en masse zu bieten. Die Frage ist eben nur für uns, die wir uns, glaube ich, heute Abend stellen, ist das ein rassistischer Film? Also trägt er quasi so seinen Rassismus tief im Herzen? Sagt er, ich will irgendwie ein Statement machen über die Natur der schwarzafrikanischen Bevölkerung, insbesondere der Sklaven? Ich gebe mir, glaube ich, gerade die Antwort selber, wie du in meiner Formulierung merkst. Das ist aber durchaus eine Mutmaßung, die man eben anstellen konnte. Der Film ist eben rassistisch und rassistischer Dreck und will eben halt die schwarze Bevölkerung degradieren und zeichnet eben ein Bild von der schwarzen Bevölkerung, was nicht mehr zeitgenössischen Maßstäben entspricht, was insofern okay ist, als dass der Film eben zum Zeitpunkt seines Erscheins bereits 80 Jahre in der Vergangenheit spielt, aber er zeigt eben kein differenziertes Bild von den Schwarzen auf dieser Baumwollplantage. Also in dem Sinn, dass auch einmal vielleicht zur Sprache kommt, dass vielleicht nicht so ein ganz tolles Leben war, was die da führen. Und ist das die Annahme oder ist das die Beobachtung jetzt? Das ist basierend auf der Annahme, dass Onkel Remus Wunderland als Film wahrgenommen wurde, also die Darstellung in Onkel Remus Wunderland historisch platziert sind in einer Zeit, die nicht klar eingeordnet ist als vor oder nach dem Bürgerkrieg. Okay. Das ist, glaube ich, das Problem auch, was Disney hatte oder das Bein, was er sich selber da gestellt hat. Es war sogar das Hays Office, das gesagt hat, vor Erscheinen des Films, knall doch bitte vorne eine Texttafel dran und sag, dieser Film spielt in den 1870ern aufwärts. Ja. Also auch zu einer Zeit, in der die Geschichten da von John Chandler Harris, der diese Sagen gesammelt hat, diese schwarze Folklore aus der Zeit, aus der die rühren. Und Disney hat eben gesagt, nö, das lassen wir mal offen. Oder wer auch immer das gesagt hat. Vielleicht auch sein PR-Koproduzent-Typ da, Pierce Pierce, auch ein schöner Name. Pierce Pierce heißt der, glaube ich. Schön. Ich weiß es nicht, aber das sorgt natürlich für Probleme, wenn man da natürlich sagt, so hier ist eine nicht identifizierte Zeit irgendwo in den Südstaaten, lange, lang ist es her und alle sind glücklich. Und da sind die glücklichen Baumwollzupfer und Haussklaven und allen geht's gut und sie singen schöne Lieder. Ja, Schwarzen. Ja, und das andere ist eben, ich glaube, das andere, worauf wir der ganze Skandal basiert, ist einfach einfach so eine hausgemachte Disney-Nummer auch wiederum, nämlich einfach die Tatsache, dass Disney sagt, okay, nicht mal vielleicht aufgeladen mit einer kleinen Dokumentation oder Interviews, die das Ganze auch mal filmhistorisch und kulturwissenschaftlich kontextualisiert, veröffentlichen wir das Ding, sondern nein, wir sperren das einfach quasi weg. Also nicht komplett, weil es ist ja verfügbar, also keinem werden Handschellen angelegt, wenn er sich jetzt eine VHS oder Laserdisc von Song of the South bei eBay kauft. Aber also richtig will man es eben auch nicht zeigen. Man möchte schon noch gern Profit draus schlagen, also man packt es eben auf irgendwelche Compilations. Und es gibt ein Ride ja auch in Disney World oder Disneyland.
Es ist wohl einer der, also ja, das sind viele Sachen, die da gleich, also, aber ja, Splash Mountain. Splash Mountain ist einer der beliebtesten Rides, der aber, glaube ich, in Disney, wenn, ich sag's mal, ich bringe das zu Ende mit, man möchte Kapital drauf schlagen, aber sich, man will nicht so richtig zugeben, dass dieser Film existiert. So. Mhm. Okay. Verstehe. Ja, durchaus ein, ist durchaus ein Punkt. Okay, viele Sachen hast du jetzt da gerade angesprochen. Ich finde, das sind natürlich alles wichtige Dinge, die man mal sagen muss. Ich muss natürlich sagen, es wird, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, mag es halt tatsächlich sein, dass, also ohne Will Eisner, natürlich Michael Eisner, recht geben zu wollen, ist eben genau dieser Grad an Befindlichkeit, möchte ich es mal nennen, schwer nachzuvollziehen, einfach nur basierend auf dem filmischen Text. Das liegt halt vor allem daran, weil der filmische Text eben ist diffus, interessiert sich eigentlich für diese ganzen Fragen nicht, und ich habe so das Gefühl, dass der große Vorwurf dahingehend ist, dass er sich eben für diese Fragen nicht interessiert. Was vielleicht eine richtige und gute Beobachtung ist. Ich frage mich halt so ein kleines bisschen, dann, also ohne Whataboutism irgendwie reinbringen zu wollen, aber ist halt die große Frage, muss man Mary Poppins vorwerfen, dass sie sich nicht mit britischem Imperialismus auseinandersetzen? Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ist das die Geschichte, die da erzählt wird oder nicht? Oder ist das vielleicht gerade nur, weil das Thema jetzt irgendwie, sagen wir mal, dichter dran ist? Hätte Mary Poppins überhaupt die Gelegenheit gehabt im Kontext seiner Handlung? Ich überlege gerade. Naja, es soll 1910 spielen. Und, ah, okay. Und so wie Mr. Ja, du hast recht, ja. Oder warum macht man Disney's Peter Pan den Vorwurf nicht, der ja auch lustige Szenen mit Indianern zeigt? Also, und, ja. Ich glaube, das tut man sogar mittlerweile. Nicht zuletzt wegen dem Lied irgendwie, wie heißt das Ding auf Englisch? Why does the engine ask how? Oder so ähnlich. Ist das Ding so? Auf jeden Fall, ich glaube tatsächlich, dass diese Fragen auch durchaus gestellt werden und dass sie, wenn er gerade, wie sagte er vorhin, erwähnte er vorhin Dumbo, die Tatsache, dass eben der Tim Burton-Film, was man auch mal von dem halten möchte, das Thema der Krähen nicht mit einer 10-Meter-Stange anfasst, zeigt eben ziemlich deutlich, dass ich einfach da die Befindlichkeiten im Weg deutlich geändert haben und solche Sachen eben nicht mehr mit einer Belanglosigkeit wegschubst, wie es halt damals der Fall war. Was nicht bedeuten soll, und du hast ja völlig recht, die Kontroverse, die ja damals schon entstand, eben ja nicht unbedingt bedeutet, dass man sie damals einfach so weggeschoben hat. Aber ich glaube, da sind ganz, ganz viele Sachen drin, die wir nochmal irgendwie versuchen müssen anzusprechen. Erster Punkt, ja, wenn man voraussetzt, dass das Publikum die Onkel Remus Geschichten kennt, dann entsteht eigentlich keine Frage über den gesellschaftlichen Stand, den wie auch immer die Leute da zueinander eben stehen, weil de facto sind das dann eben keine Sklaven, die da rumrennen. Richtig. Was aber nicht bedeutet, dass sie ja nicht mal Sklaven waren. Richtig. Das ist eben zum Beispiel ein Punkt, ja, das ist durchaus richtig. Aber Frage ist natürlich auch an der Stelle, wie hat das halt, ist es, wenn man die Onkel Remus-Geschichten als Sammlung von Folklore im Prinzip sieht, die Disney seit Jahr und Tag für die eigenen Geschichten heranzieht. Ich meine, müssen die Zwerge bei Schneewittchen Leibeigene sein? Also, weißt du, das ist so. Ne? Die sind halt so eine Fragen, aber vielleicht ist der Maßstab der falsche. Vielleicht muss man da halt also nicht rangehen. Und vielleicht ist eben die Sklaverei in den Südstaaten auch um 1870 einfach zu dicht dran und auch zu dicht dran am eigenen Publikum, an der eigenen Historie und an der Fragestellung, wie gehen wir damit um, als dass eben dieser Film nicht sauer aufstößen würde. Und ich glaube, das ist durchaus eine richtige Frage, die sich daran stellt. Das Verhältnis zwischen den weißen Plantagenbesitzern und den schwarzen Arbeitern ist natürlich auch so eine Sache. Also gerade Onkel Remus und Johnny, das ist natürlich ein Verhältnis, wie's Spike Lee nicht schöner mit seinem Magical Negro hätte bezeichnen können. Auch das lässt sich natürlich beobachten. Es sind halt viele, die Stereotypen, die sich da zeigen, sind alle nicht bösartig. Die sind jedenfalls nicht bösartig gemeint, ganz im Gegenteil. Die Leute leben da wirklich
glücklich miteinander. Johnnys bester Freund ist ein kleiner schwarzer Junge, mit dem er da zusammen den Frosch jagt. Die wirklich wahrzunehmenden Bösen sind halt diese beiden Hillbilly-Jungs, die Weißen. Oder die Mutter, die eben irgendwie kein Verständnis für die Belange ihres Sohnes zeigt und Onkel Remus wegschickt und so. Während aber eben das väterliche Verhältnis zwischen den beiden so im Vordergrund steht. Nochmal, ich glaube, da ist keine Böswilligkeit drin und es ist eben auch nichts drin, was in irgendeiner Form versucht, irgendeine rassistisch gefärbte Hierarchie in irgendeiner Form darzustellen. Es ist eher ein bisschen blind auf dem Auge, bei dem Versuch, einen Zustand darzustellen, der so Harris ja über seine eigenen Bücher auch, weil ganz ehrlich, die gleichen Vorwürfe wurden ihm ja auch gemacht, oder ähnliche zumindest, einen Zustand darzustellen, um dabei ehrlicherweise niemandem auf die Füße zu treten. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Du hattest das Hays Office erwähnt. Der Grund, warum es das Hays Office gab, war ja mit unter anderem, also zwei größere Gründe. Das eine war halt die Aufregung über vermeintliche Skandale in Hollywood. Man denke an Fatty Arbuckle und so. Und zum anderen aber eben auch, damit Filmemacher in Hollywood nicht permanent Profit daraus schlagen, andere Nationen, andere Hautfarben, andere Ethnien niederzumachen. Also Stereotype Mexikaner und sowas sollten halt dadurch nicht mehr gezeigt werden. Oder eben, weiß ich, keine Ahnung, alle bösen Mafiosi sind Italiener oder sowas. Und ich habe das Gefühl, dass halt gerade an der Stelle, wo dann eben sowas wie Vom Winde verweht reinkommt, wo eben auch Song of the South reinkommt, sie versucht haben, eben nicht zu sagen, guck mal, die bösen Schwarzen oder die dummen Schwarzen oder die einfachen Schwarzen oder die uns unterstellten Schwarzen, aber gleichzeitig wollten sie auch nicht sagen, oh, guck mal, die bösen Südstaatler, die ihre Sklaven so schlecht behandelt haben. Und das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, da wird Historie so komisch weggewischt, ja, nochmal, um möglichst niemandem ans Bein zu pissen. Das ist so ein Eindruck, den ich hatte. Und das ist sicherlich nicht unbedingt der beste Ansatz, um in einem solchen Film solche Themen, und wenn es auch nur marginal ist, zu verhandeln. Der Kontext ist merkwürdig, in dem halt die Geschichten erzählt werden, die wir da miterleben in Onkel Remus Wunderland. Das ist, ich glaube ehrlich gesagt, man hätte einen Film daraus machen können, der heute weniger kontrovers diskutiert würde oder bei dem sich Disney überhaupt nicht die Frage stellen würde, können wir den wieder veröffentlichen oder nicht. Denn offenbar haben sie ein Interesse dran, auch ein wirtschaftliches Interesse, das zu tun. Ja. Ja, du sagst vorhin Whataboutism, ich möchte auch nicht reinverfallen, nichts hasse ich mehr und ich möchte auch nichts wegschütteln im Sinne von, ja, das war eben damals so der Zeitgeist, man hätte das eben auch nicht machen können, aber natürlich spielt dieser Faktor mit rein. Wir müssen natürlich auch nochmal, weil du gerade auch nochmal das referenzieren, was du vorhin mit hier Jim Crow und Dumbo sagtest, wir befinden uns eben bis 64 mit in der Jim Crow-Ära, also noch Rassensegregation im öffentlichen Raum vielerorts, in einem Land, in dem das eben ein ganz, ganz heißes Eisen ist, in dem es 1946, das hat mich zum Beispiel auch wirklich überrascht, es überhaupt keine schwarzen Hauptrollen gab im Hollywood-Kino außerhalb von komödiantischen Rollen. Also Song of the South war das erste ja im weitesten Sinne Drama, also eine Nicht-Komödie mit einem schwarzen Hauptdarsteller. Und eben auch James Baskett dann auch gleich der erste Gewinner eines, ich glaube, Honorary oder Special Awards für die warmherzige Darstellung eines schwarzen Mannes in den Südstaaten. Ja. Nach dem Segregationskrieg, also auch ein bisschen albern. Aber sagen wir mal so, das ist schon, ich möchte nicht apologetisch sein, aber man muss ganz klar feststellen, das ist auch historisch verbürgt und nachweisbar, das ist schon Neuland, was Disney hier betritt als Filmstudio. Die begeben sich da auf ganz dünnes Eis. Natürlich immer mit einem kommerziellen Interesse. Ich möchte das also gar nicht verschweigen. Das machen die nicht aus der Güte ihrer Herzen, weil sie sagen so, okay, wir wollen jetzt mal eine Lanze brechen für den schwarzen Mann in unserem Land. Und das tun sie auch nicht wirklich, weil sie eben die Geschichte auch nicht ins Hier und Jetzt versetzen, sondern eben sagen, nee, das machen wir mal so, verlegen wir mal eine undefinierte Zeit irgendwo zwischen, kann 1840 sein, dann wäre es natürlich historisch kompletter Murks. Kann 1870 sein, dann ist es immer noch murksig, aber ein bisschen weniger so. Das ist eben auch wirklich schwierig, glaube ich, was die damals machen wollten. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, war ja Walt Disney
der die Produktion seiner Spielfilme, seiner Kinofilme auch damals immer noch sehr genau beäugte, vor allem scharf darauf, diese Geschichten von Joel Chandler Harris, also die Joel Chandler Harris weitergetragen hat, waren ja auch nicht seine Geschichten, zu erzählen und quasi in Spielfilmformat zu packen. Und er wusste eben, dass er das nicht ohne diese Rahmenfigur, also ohne Uncle Remus kann. Ja. Weil der eben der, einfach aus Marketing-Gesichtsgründen, ein ganz wichtiger hier Selling Point für so einen Film. Also etwas, ein Hook, für den die Leute ins Kino gehen. Klar, die wollen alle Brad Bear und Brad Fox und so weiter sehen. Die sind auch bekannt. Oder Star Baby vielleicht ein bisschen weniger so. Aber es sind eben Onkel Remus-Geschichten. Und als die sind die im amerikanischen Kulturgut zu dem damaligen Zeitpunkt seit knapp 100 Jahren verankert. Mhm. Was macht er also? Er macht genau das, was wir hier sehen. Mhm. Beziehungsweise seine Produzenten und Regisseure. Und ich weiß eben nicht, ob damals in dem Kontext, in dem wir uns finden, also 46 ist nicht so weit weg von 39, als hier Hattie McDaniel, die ja auch mitspielte, als für Mammy für vom Winde verwehten Oscar gewinnt und den Oscar noch nicht mal, also es wird eine Ausnahmeregelung für sie erschaffen, damit sie überhaupt an der Zeremonie teilnehmen darf, weil sie normalerweise dieses Hotel gar nicht betreten darf, in dem die Oscars übergeben werden. Ja. Und genauso geht es dann eben James Baskett ein paar Jahre später. Also wir befinden uns immer noch in einem Land, in dem jegliche Unternehmung dieser Art wirklich mit großen Schwierigkeiten, auch politischen Schwierigkeiten verbunden ist. Ja. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Anfang zurück und dann höre ich auch auf. Ich möchte hier nichts entschuldigen, aber ich habe wenig Verständnis für die Menschen, die sagen, es gibt nur schwarz oder weiß und Uncle Remus ist ein durch und durch rassistischer Film, den keiner mehr gucken sollte, weil er durch und durch bösartig ist. Ja. Ich sehe alle Vorwürfe als gerechtfertigt an, die jetzt zum Beispiel schwarze Bürgerrechtler in den 40er Jahren erhoben gegen den Film und auch heute noch erheben. Vollkommen gerechtfertigt. Der Film ist voller rassistischer Stereotype und Klischees. Mhm. Aber welcher Film war das nicht zu dieser Zeit? Ja, das ist natürlich, ja klar. Also die Ja, und ist es heute noch? Ja. Also, es ist letztendlich. Ja. Du nanntest Magical Negro, das ist ja auch etwas, was, das ist ja, hat ja auch nicht Spike Lee erfunden, aber durchaus aufgegriffen, zu Recht diesen Begriff und damit eben auch, um den auf Filme anzuwenden, wie irgendwie The Legend of Bagger Vance, wo Will Smith den Golfcaddy für Matt Damon spielt, damit er seine große Liebe finden kann. Das ist ein 10, 15 Jahre alter Film. Wir sollen ja nicht so tun, als ob das alles heute nicht mehr gäbe. Absolut, absolut richtig, ja. Und das ist eben, das macht die Sache ja nicht weniger, wie soll ich sagen, irre geführt. Mhm. Wann hatten wir das letzte Mal? Ich bin mir nicht mehr so richtig sicher, aber es ist halt diese komische, sehr komische Blick und diese Einstellung, die prinzipiell von sich selber zumindest annimmt, dass sie wohlmeinend ist. Die denkt irgendwie, ja, nee, das ist, wir sind total integrativ und das ist, guck mal, das ist unser Hauptdarsteller, das ist die sympathischste Figur und wir wollen niemandem was Böses, aber in der Umkehrung dessen funktioniert es eben auch nicht. Ich meine, was ja Onkel Remus als Figur gerne mal eben angedeiht wird, ist ja eben auch der Vergleich mit Onkel Tom. Wegen Onkel halt vielleicht, aber letztendlich halt dieses, und das ist natürlich auch ein interessanter Vergleich, weil wenn man, ich glaube, wenn heute an Onkel Tom gedacht wird, dann ist das halt eher so das Unterwürfige, das Böse nicht sehen wollende oder sich arrangierende und so und nicht eben nicht aufmüpfige, sagen wir es mal so. Mhm. Was damals, weil als das Buch halt rauskam, besonders gesehen wurde, ist eben natürlich die Darstellung der Brutalität und der Gewalt der Sklavenhalter. Darüber hatte sich das praktisch die damalige Öffentlichkeit aufgeregt. Ja, wie hieß er noch gleich, Stowe, es wagen könne, die Südstaatler so darzustellen. Ja. Ich glaube, interessanterweise genau, also dieser Aspekt der Diskussion ist halt aus der Thematik halt mittlerweile völlig, völlig verschwunden. Was interessante Frage, was Diskurse angeht, im Übrigen aufwirft. Genau. Und das sehe ich halt hier aber eben ehrlicherweise bei Onkel Remus Wunderland ja auch in gewisser Weise, dass eben die Sachen sollen, sie sind total gut gemeint. Ja? Der kleine Junge soll echt was lernen aus den Geschichten von Meister Lampe und Patzig und Brumm heißt, glaube ich, der Bär auf Deutsch. Mhm. Und das Publikum bei der Gelegenheit auch. Und das alles vermittelt von eben diesem knuffigen
älteren Herrn, der Sibididu da singt. Und ich glaube tatsächlich, viel mehr ist da gar nicht hinter. Wobei es aber ja durchaus auch Erzählungen gibt, dass sich Disney der Kontroversität so weit bewusst ist, dass er durchaus versucht hat, auch in dem filmischen Text praktisch eine solche mögliche Interpretation einigermaßen rausschreiben zu lassen, so es denn möglich war, hat er trotzdem offenkundig nicht funktioniert. Ja. Also ich bedauere sehr tatsächlich, dass es keine Möglichkeit gibt, diesen Film in einer adäquaten Form mal zu begutachten. Und das weniger deswegen, weil ich denke, der Film bietet politisch unglaublich viel, tut er nicht. Also er ist sogar, würde ich mal sagen, am besten zu genießen, wenn man eben den politischen Kontext komplett ausblendet. Dann ist er plötzlich auch nämlich nicht mehr rassistisch. Klar, da kann man immer noch sagen so, ach, guck mal hier, die dicke Auntie Tempi und der nette Onkel Remus. Aber abgesehen davon, dass sie eben ja einen sehr, 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 sehr breiten dialektischen Einschlag haben, ist da jetzt nichts groß unangenehm dran. Der Film ist eben auch... Also ich finde ihn einfach kulturhistorisch sehr wertvoll und deswegen auch unbedingt sehenswert und auch gar nicht so. Also ich würde jetzt niemanden davon abhalten, außer eben er oder sie fühlt sich persönlich durch den Film beleidigt aufgrund seiner Ethnizität oder seiner politischen Einstellung, was ich total okay finde. Ja. Dann soll man den Film auch nicht gucken. Aber ich finde ihn eben als Film ganz faszinierend, weil es eben, ja, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich Disneys technisch herausragendster Versuch war. Jetzt nach Fantasia, der es ja auch solche Elemente schon hatte, oder Drache wieder wild, haben sie, glaube ich, ein paar Jahre zuvor gemacht. Bin mir nicht sicher. Ihr Versuch war da, Live-Action-Animation zu verbinden. Und man kann es ja ahnen, auch bei diesem VHS, auf dieser VHS-Kassette, die wir uns jetzt angeguckt haben. Ja, Greg Toland, der Citizen Kane Director of Cinematography hat hier, statt hier der Kamera. Das ist ein wunderschöner Film. In tollstem Technicolor. Ich wünschte, ich könnte mal in adäquater Fassung sehen. Das bricht sich hier so gerade mit der anderen Seite meines Empfindens hier nach dem Sehen. Das sagt, ja, es ist einfach auch, ganz ehrlich, kein besonders toller Film. Also es ist eher langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja auch, ich meine, ich glaube die technische Meisterleistung hat, glaube ich, nie jemand irgendwie in Frage gestellt bei Song of the South. Aber okay, vielleicht ein paar Worte tatsächlich zu dem Film selber. Die Rahmenhandlung ist, also sagen wir mal, für mich mit meinen deutlich über 40 jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig spannend, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass sie also für Kinder in dem Alter von Johnny mag das eben vielleicht ja durchaus eine gewisse Relevanz haben. Ich habe hier nur notiert, viele weinende Kinder, zweimal unterstrichen. Viele weinende Kinder, genau. Aber eben so diese Idee, der Junge ist halt mehr oder weniger alleine dort, der Vater ist, ich glaube, die sich jetzt entscheiden lassen, aber auf jeden Fall sind sie eine Weile getrennt. Man erfährt nicht so genau, warum eigentlich. Ja, ne? Ja? Also man hat so den leichten Eindruck, dass der Vater eben, ist ja irgendwie Journalist, dass er vielleicht, sagen wir mal, Dinge schreibt, die politisch brisant sind in der damaligen Zeit. Vielleicht, sagen wir mal, pro Südstaaten oder eben tatsächlich eher, also auf mich wirkt er da eigentlich ehrlicherweise immer ein bisschen wie ein Yankee, der irgendwie versucht da den Südstaaten irgendwie zu zeigen, dass er irgendwie aus ihrem alten Tritt irgendwie kommen müssen, während halt seine Frau da in der Plantage hockt. Wobei aber eben, glaube ich, er selber auch erzählt, dass Onkel Remus ihm schon früher Geschichten erzählt hat. Ich finde das einen der interessantesten Aspekte des Films, der leider komplett vergessen wird, auch jenseits der ersten 15 Minuten. Es wird ja dann auch sowas erwähnt im Nebensatz, wie ja, die Baumwollplantageninhaber, die werden nicht gut auf dich zu sprechen sein. Und es wird ja immer nur so ein Halbsätzen angedeutet, was da passiert sein könnte. Und dann verschwindet er eben mit, ja, ich musste mal weg, bis ich 3 Minuten vor Ende wieder auftauche. Ja, richtig. Ein plotseitiges Versprechen, das nicht eingelöst wird, was ich ein bisschen schade fand. Absolut richtig. Ansonsten geben sich halt alle viel Mühe, halt ihre Geschichten zu erzählen. Es ist auch alles ganz nett. Ich meine, es ist teilweise etwas übers Knie gebrochen, wie halt irgendwie Onkel Remus dann dazu kommt, eben auch mal seine Geschichte zu erzählen. Es funktioniert relativ gut im Kontext. Die beiden vorhin schon erwähnten Hillbilly-Jungs sind natürlich ganz gute
Parabeln zu den, oder andersrum, die Parabel von Patzig und Brumm sind halt ganz gut passend zu den beiden Hillbillys da. Mhm. Das heißt also, dass der Junge dann eben auch gleich im Prinzip die tieferen Weisheiten von Onkel Remus anwenden kann. Nochmal, das ist jetzt nicht, das ist, ich möchte es nicht komplett belanglos nennen, aber es ist halt schnell erzählt und eigentlich auch nicht weiter wild und so oder ähnlich schon tausendmal gesehen. Nette Sets tatsächlich, es kommt eine gewisse Stimmung rüber, soweit möglich. Deutlich zu lang. Ja. Also ich glaube, die Zeichentrick-Episoden sind in einem 90-minütigen Film, also wenn es mal eine halbe Stunde ist, dann ist das viel. Was halt uns immer noch mit mindestens einer Stunde der Geschichte von einem heulenden Johnny halt irgendwie lässt. Mal mehr, mal weniger interessant. Es kann relativ ermüdend sein, durchaus. Ja, wenn eben Onkel Remus nicht selber durch seine Präsenz nicht einfach auf verschiedene Szenen einfach retten würde. Mhm. Die Zeichentrick-Aspekte selber, die sind süß. Und einfach wirklich drollig. Meister Lampe bzw. Brer Rabbit ist halt echt drollig. Also sie haben Wolfgang Ziffer genommen. Das passt natürlich, die Synchronstimme. Nicht zuletzt deswegen, weil ein paar Jahre später sollte er dann ja Roger Rabbit synchronisieren auf Deutsch. Das ist zu seiner Hasenstimme, es passt. Mhm. Und er ist echt knuffig. Brumm ist adäquat blöd. Selbst Patzig, Bra Fox, der ja auch von James Brackett gesprochen wird, ja. Ist nie wirklich bösartig und wie immer noch drollig. Aber die Geschichten funktionieren auch durchaus sehr, sehr gut. Also ich erinnere mich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich mich an der Tar-Baby-Geschichte zum Beispiel auch überhaupt nicht gestört. Ich habe sie überhaupt nicht, für mich hatte das keinen Kontext. Das hat dann erst... als ich den das erste Mal gesehen habe. Meine ich ernst, ohne irgendwelchen sarkastischen Einschlag. Ja, nee, geht mir aber genauso. Aber die das nächste Mal, dass ich daran dachte, war, als vor ein paar Jahren ein Politiker eins auf den Deckel bekommen hat, weil er das als Metapher verwendete. So wie, ich glaube, die Metapher auch ursprünglich mal gedacht war, nämlich als eine Situation, die halt immer schlimmer wird, je mehr man versucht, sie zu lösen. Erst in dem Zusammenhang fiel mir auf, dass das eben offenkundig eben auch als rassistische Bemerkung gedeutet werden kann, die ich persönlich als total obskur empfand, als ich dann darüber nachdachte, stellte ich fest, naja, so obskur ist es eigentlich gar nicht. Ich glaube, es ist im US-amerikanischen Sprachgebrauch mittlerweile fest verankert. Ja. Und von daher wird natürlich dann auf einmal wird natürlich mein eigener Blick auf diese ganze Sache noch anders gefärbt halt einfach, ne? Und dennoch funktioniert die Geschichte aber durchaus sehr, sehr gut, weil es ja vor allem erstmal der Inhalt der Geschichte ist ja, das ist Wile E. Coyote und der Roadrunner, ne? Also Patzig will eine Falle bauen, die der Hase eben auch reintappt. Genau. Also der Fuchs ist clever und letztendlich ist der Hase cleverer als der Fuchs, weil er eben es schafft, aus der Nummer wieder rauszukommen. Das ist der Inhalt aller drei Geschichten mit den Cartoon-Figuren und die funktionieren. Also ich frag mich halt so ein kleines bisschen, nochmal, die Rahmenhandlung ist relativ tröge, die Zeichentrick-Episoden sind nett. Und sie werden ja auch oft genug gezeigt, offenkundig. Die Figuren sind, obwohl der Film so unbekannt ist, mittlerweile präsent in den Parks halt gezeigt und aufgestellt. Selbst in dem Computerspiel von vor ein paar Jahren sind die drei aufgetaucht, auch drollig. Ich glaube, Disney würde sich einen echten größeren Gefallen tun, den Film einfach mal freizugeben. Aber ich glaube, je länger man diesen Skandal aufrecht hält, umso weniger wird man ihn los. Ich denke auch, also Disney erweist sich damit selber, no pun intended, einen Bärendienst, in dem sie das tun, was sie eben tun. Vor allem, weil sie eben, also sie auch durchaus offen in ihrer, ich würde mal sagen, ihrer PR damit umgehen.
sie benennen das ja auch durchaus. Also Michael Eisner und der jetzige Disney-CEO oder Publicity Director oder wie auch immer der Typ heißt, haben dazu ja Interviews gegeben. Genauso wie sie eben gesagt haben, ja, wenn Disney Plus hier, also der Streamingdienst an den Start geht demnächst von Disney, dann wird eben die Jim Crow-Szene in Dumbo nicht mehr auftauchen. Also die werden sie aus dem Film rausschneiden. Also ja. Die gehen ja schon offensiv damit um. Sie sagen schon, hier, wir zensieren, was prinzipiell schlecht ist. Aber wenigstens verheimlichen sie es nicht. Ich denke aber, die Zeit ist reif und der Großteil der Bevölkerung, der sich überhaupt für so eine Obskurität wie Song of the South überhaupt noch interessieren würde, man spricht jetzt auch von einer sehr speziellen Zielgruppe, wäre auf jeden Fall rein intellektuell und auch jetzt von der Wokeness, kulturellen Reifegrad her, einfach Erziehung her, bereit dafür, auch sowas rezipieren zu können, ohne zu schreien, Rassismus, was weiß ich. Ich habe eher so das Gefühl, vielleicht irre ich mich da auch, aber vielleicht ist das auch der große Aufreger, dass eben im Prinzip immer dass ein Disney-Film, der sich ja eben hauptsächlich an Kinder richtet, der eben eine ganz, ganz klare kindliche Message hat, dass der so unreflektiert mit diesen Themen umgeht, die eben nach wie vor ein wichtiges gesellschaftliches Thema sind, hüben wie drüben, dass die halt damit, sagen wir mal, in gewisser Weise in eine Verantwortung genommen sind, sich besser damit auseinanderzusetzen. Und tut es der Film nicht, wenn also mit anderen Worten dieser Film halt öffentlich zugänglich ist, selbst mit einer entsprechenden filmhistorischen Auswertung bleibt es ja trotzdem ein Kinderfilm. Das heißt, ich glaube, man möchte vermeiden, dass ein Eindruck, gar nicht mal was so die den Ruf von Disney angeht, sondern im Prinzip den Eindruck einer Zeit und einer gesellschaftlichen Realität vermittelt wird an eine neue Generation, die möglichst bitte damit anders aufwachsen soll. Na, du sprichst so was Wichtiges an, was ich jetzt auch, und das ist, glaube ich, auch mein Fehler jetzt gewesen, ein bisschen aus meiner Betrachtung oder meiner Argumentation da rausgehalten habe. Wir reden eben immer noch von einem Kinderfilm und das ist eben erstmal grundsätzlich problematischer für diese Art von kontroversem Inhalt, der sich eben auftut, als wenn es sich jetzt um Film für Jugendliche oder erwachsene Menschen handeln würde. Derselben Diskussion stellen wir uns ja auch im Kontext von weltberühmten Schriften der Kinderliteratur, also Pippi Langstrumpf und den Negerkönigen und Annette Blyton und ihrer komischen Darstellung von Rollenbildern. Sawyer, Onkel Tom, noch ein Tom. Ich habe eben all diese Bücher gelesen, früher auch als Kind, und natürlich haben die nicht negativ abgefärbt. Das heißt, ich bin heute ein vollkommen zurechnungsfähiger, politisch gebildeter und sehr offener Mensch. Toleranter Mensch geworden. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, kann man Kindern sowas zeigen, ohne dass es negativ abfärbt? Gerade jetzt eben Kinder, die keinerlei Berührung damit haben, zum Beispiel eben Kindern außerhalb der USA, die eben nicht im Schulunterricht konfrontiert werden mit dem Grauen der Sklaverei und den Zuständen in Amerika vor den Sezessionskriegen. Wenn sie damit konfrontiert werden, ich meine, das amerikanische Schulsystem ist durchaus gerade so im Bible Belt oder aber auch natürlich in den Südstaaten nicht ohne Kontroverse. Richtig. Mhm. Aber eben jenseits dessen, also da noch nicht mal vollumfänglich, aber außerhalb von den USA möchte ich behaupten, findet sowas im Geschichtsunterricht eigentlich so gut wie gar nicht statt. Auch nicht in der heutigen Zeit. Und dann sitzt dann eben im Worst Case ein Kind da, ohne die Bereitschaft der Eltern, das halt ein bisschen zu kontextualisieren und guckt sich eben als 8-, 9-, 10-Jähriger so einen Film an und denkt, ach ja, war schon eine gute Zeit so damals in den USA. Klar. Und da tut sich eben nicht nur das an, sondern eben noch dies und das und jenes. Und dann kommt so eins zum anderen und am Ende fahren sie mit einem, weiß nicht, AfD-Bumper-Sticker auf dem Auto als Erwachsener durch die Straßen. Also nein, das ist jetzt arg polemisch und verkürzt, aber ich glaube, meine Botschaft kommt durch irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, und das ist eine interessante Frage. Die hatte ich auch gerade neulich mit einer Freundin lange besprochen, die, ich glaube, nicht so leicht klärbar ist, weil du gerade Pippi Langstrumpf erwähntest, ne? Weil ich ja irgendwie schon denke, rein literaturhistorisch möchte ich ganz gerne, dass Bücher, Schriften, Texte, Filme, wie auch immer, durchaus bitte so bestehen bleiben sollen, wie sie mal waren, um daran, einfach weiter arbeiten zu können. Und weil ich natürlich auch irgendwie denke, wenn wir nicht, sagen wir mal, uns mit sowas auseinandersetzen und damit, sagen wir, den kolonialistischen oder postkolonialistischen Hintergrund zum Beispiel
erörtern können, dann verstehen wir bestimmte Sachen gar nicht und können uns oft über das Thema eben auch gar nicht informiert unterhalten. Wenn wir es tilgen im Prinzip. Mhm. Ja, wie kann man sich über die Schrecken der Sklaverei unterhalten, wenn man eben zum Beispiel so eine Sache einfach nicht erwähnt oder eben nicht deutlich benennt. Was aber vermutlich mit einer der Vorwürfe gegenüber Onkel Remus ist. Also wundern den Film. Auf der anderen Seite denke ich aber, ja, ich möchte aber gar nicht, dass meine Tochter mit Wörtern wie, weiß ich, Negerkuss oder sowas groß wird. Ja. Ich finde das eigentlich schon. Ich würde auch meinem Sohn trotz aller also inhaltlich ist der komplett geeignet für meinen sechsjährigen Sohn. Da ist nichts Schreckliches in einem Film. Die Botschaften sind alle positiv. Die Bösen bekommen eins auf den Deckel. Der kleine Junge überlebt durch die Kraft der Fantasie. Im Grunde sind das alles sehr, sehr positive Botschaften. Trotzdem würde ich diesen Film niemals meinem Sohn zeigen, bevor er überhaupt nicht, also den Reifegrad hat, in dem er verstehen kann, dass das eben eine Fantasie ist, eine Spielart einer Realität, die es so niemals gab. Genauso wenig, möchte ich ehrlich gesagt den Negerkönig heute noch haben bei Pippi Langstrumpf. Und da können einige Leute von gestern noch so oft schreien, so, ja, das ist doch ganz wichtig, kulturhistorisches Gut, das so zu benennen. Das war damals schon so. Mhm. Ja, weißt du, damals wurden Kinder auch mit dem Gürtel geschlagen, also in der Schule teils noch. Sicherlich, wobei das Argument meiner Meinung nach sein sollte, wenn man nicht erwähnt, dass Kinder mit dem Gürtel geschlagen wurden, dann kann man sich, wie soll ich sagen, nicht darüber unterhalten, warum man es heute nicht mehr tun sollte. Es könnte ja schon jemand auf die Idee kommen, dass das legitimes Mittel der Erziehung ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Also ich finde, es ist schwierig, deswegen sage ich halt, ich glaube, das ist keine Sache, die halt so leicht mal geklärt werden kann. Und ich sehe da halt einfach mal mindestens zwei unterschiedliche Perspektiven. Das eine ist halt die kulturhistorische, durchaus, ja, in der ich eben sich aber wieder auffächert in verschiedene andere Aspekte, die ich gerne analysieren möchte, anhand derer ich gerne bestimmte Umstände weiter besprechen will. Ja, nochmal, deswegen kam ich ja mit dem Kolonialismus um die Ecke. Wenn ich nicht weiß, dass das nicht richtig ist, Negerkönig, Negerkuss oder was auch immer zu sagen. Also andersrum, wenn ich nur weiß, dass es nicht richtig ist, dann habe ich den Kontext nicht. Ich muss sagen können, warum das so ist. Und dann muss ich auch zeigen können, wo das eben tatsächlich angewandt wurde, um zu sagen, dass wir es nicht mehr möchten. Und aus folgenden Gründen. Dazu muss es aber in irgendeiner Form da sein. Und nun, die alten Bücher sind noch da. Ja? Also für mich als Wissenschaftler ist es völlig in Ordnung, die alten Bücher rauszuholen. Ich möchte halt nur nicht, dass das eben so ohne Kontextualisierung an weitere Generationen weitergegeben wird, um eben, sagen wir mal, nicht eben diesen altvorderen, dieses altvordere Gedankengut weiterzureichen, ohne eben darüber gesprochen zu haben. Ja, richtig. Gleiches Thema finde ich halt immer wieder, wenn ich halt über eins meiner Lieblingsthemen rede, im Abenteuerfilm. Dass sie die alten Tarzan schinken oder was wir hatten, als wir uns über Indiana Jones unterhalten haben und so. Das sind ja durchaus ähnliche Gespräche, die halt, sagen wir mal, die kommen vielleicht nicht so um die Ecke mit der Brechstange, wie es ein D.W. Griffith vermochte. Ja? Aber wie soll ich sagen, trotzdem ist halt die Normalisierung das große Problem. Und ich glaube, das ist vielleicht kommen wir auf die Art und Weise auch wieder zurück zu Song of the South. Vielleicht ist das eben genau das große Problem, dass da ein Zustand als harmonisch normalisiert, vielleicht sogar strebenswert dargestellt wird, ohne ihn zu kontextualisieren. Ja, richtig. Ich möchte nur mal ausdrücklich darauf hinweisen, weil ich könnte mir vorstellen, der Vorwurf könnte kommen, warum sind wir mit Song of the South inhaltlich so gnädig oder aufgrund seiner doch schwierigen Racial Politics so gnädig, während wir Birth of a Nation in Grund und Boden geredet haben. Ich glaube, der Unterschied ist erstmal ja klar, dass die Botschaft oder das Unterfangen erstmal ein Grund durchaus Positives ist oder zumindest ideologisch als positiv zu bewerten im Kontext der damaligen gesellschaftlichen Umstände und eben ganz eindeutig, also für mich, um es ganz platt auszudrücken, weil Birth of a Nation ideologisch in den 1910er Jahren schon scheiße war. Und das ist Song of the South eben nicht. Da sitzt keiner hinter und sagt, ich will das so wie früher war. Ich will die Sklavenhaltung zurück. Das ist irgendwie und den Ku Klux Klan. Und es ist, da steckt nicht so viel Hass hinter. Überhaupt Hate nicht, Speech. Ja. Und eben überhaupt nicht, ja. Aber
ich bezweifle, dass wir den Film jemals wieder auf offiziellem Wege abseits der jetzt uns zur Verfügung stehenden Veröffentlichungen sehen, außer Disney geht irgendwann mal vor die Hunde und ein Studio kauft den ganzen Bestand auf und die Rechte und sagt, hier komm, wir lassen dieses Original negativ restaurieren oder sonst wie. Weil ich glaube, der Film ist einfach heutzutage nicht mehr vermarktbar. Es ist ein Kinderfilm, der im Grunde heutzutage nur noch für reife Jugendliche oder Erwachsene guckbar sein sollte, einfach weil da Dinge drin sind, die ich so einem noch sehr unreflektiert Sachen in sich aufnehmenden 8, 9, 10, 12-Jährigen nicht zeigen würde. Und ich glaube auch deswegen wird er auch bis auf Weiteres im Giftschrank bleiben. Was ich bedauerlich finde, weil wie gesagt, ich finde ihn eben technisch sehr interessant und kulturhistorisch auch durchaus reizvoll. So auch das Gespräch mit dir ist reizvoll. Ich merke eben, dass ich eigentlich den Film gerne verfügbarer hätte, als er ist. Ja, ich bin mir übrigens sicher, mehr Menschen darüber auszutauschen. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, der Diskurs wird gestört dadurch, dass er nicht verfügbar ist. Und das ist natürlich echt schwierig. Im Übrigen bin ich mir aber gar nicht so richtig sicher, ob Disney nicht den über kurz oder lang verfügbar macht, weil 39, glaube ich, läuft das Copyright aus. Und wenn sie es nicht machen, macht es jemand anders. Das ist ein ganz, ganz klarer Grund. Der Grund, warum wir jetzt diese ganzen Realverfilmungen von alten Schinken haben, ist ja nicht, weil alle Welt darauf gegeiert hat, endlich einen fliegenden Elefanten schlecht computeranimiert zu sehen, sondern weil ansonsten könnten sie nicht mehr vermarkten. Und dann könnte jeder x-beliebige Mensch einen Dumbo-Film machen, wenn er denn wollte. Ja, natürlich. Disney geht es doch schon seit Jahrzehnten nicht mehr um die Filme an sich. Die Filme sind nur das Trägermittel, wenn man so möchte, für das Merchandising, für die Parks. Natürlich. Ja. Und, oh, da können wir eine ganz schöne Episode mal drum. Oh ja, rein theoretisch könnten wir das tun. Dazu haben wir uns abgesehen. Ich las letztens, was für ein Flop Cars 2 gewesen sein soll. Hätte nur 600 Millionen eingespielt, aber hat 3,5 Milliarden an Merchandise erbracht. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Ein Schelm und so. Und dafür muss man, ganz ehrlich sagen, das ist halt der, ich mag Disney-Filme wahnsinnig gerne. Ich habe auch kein Problem mit der Disney-Maschinerie an sich und ich mag die Parks wahnsinnig gerne. Ich mag das alles. Sehr, sehr schön. Und sagen wir mal, dass das ein geldfressender Moloch ist, der eben geradezu zynisch mich um mein Bestes bringen will, das nehme ich dann auch ehrlicherweise wohlwollend in Kauf, weil sie haben es perfektioniert. Sie wissen ziemlich genau, wie man Leute glücklich macht. Und das verkaufen sie dir. Und da fällt sie nicht so auf. Also es ist schon sehr perfide, wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Und das mag eben vielleicht deswegen auch so sein, warum sie dann sagen, dass ihr Onkel Remus eben lieber derzeit so in der Form eben nicht weiter ausbauen. Ist ja nicht so, als würden sie es nicht vermarkten, weil natürlich rennt Brer Rabbit in den Parks rum und du kannst die ganze, also ich selber habe es nicht gesehen, es gibt ihn leider nicht in Paris, den Splash Mountain, aber die Tar-Baby-Geschichte ist ja verarbeitet in Splash Mountain, nur dass es halt eben kein Tar-Baby ist, sondern ich glaube ein Bienenstock. Genau. Ja. Kann, vielleicht reicht das für ein Copyright, ich habe keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, weil du sagtest, du würdest es deinem 6-jährigen Sohn nicht zeigen. Ich finde, ganz, ganz kurze Sekunde habe ich überlegt, weil meine Tochter fragt mich öfter mal, was ich hier eigentlich immer mit ihr bequatsche. Und ich habe mal ganz kurz überlegt, dachte mir, okay, wir reden hier über einen Disney-Film mit süßen Animationen. Wäre das vielleicht mal eine Möglichkeit, ihr halt einen Film zu zeigen, mit dem, also, ne, dann kann sie halt mal sagen, ach, guck mal, darüber redet Papa permanent oder so. Ich habe mich auch dagegen entschieden. Aber aus anderen Gründen, glaube ich. Das sind, glaube ich, tatsächlich eher filminhaltliche Gründe, weil die Jungs so gemein sind und weil die Kinder permanent weinen. Ich glaube, das macht sie nicht sehr glücklich, weil der Humor der Cartoon-Sequenzen doch verhältnismäßig brutal ist. Ich glaube, da fehlt ihr auch so der Zugang zu. Genau, das waren halt eher so meine Überlegungen, warum ich ihn lieber nicht zeige. Ich fand tatsächlich auch den Umgang mit den Kindern relativ harsch. Das hat mir auch ein bisschen zu schaffen gemacht und ist auch ein Grund dafür, warum ich gesagt hatte, ich glaube, ich würde meinem Sohn nicht zeigen. Ich glaube, an der politischen Ebene hat natürlich mein Sohn relativ wenig Interesse. Also der geht auch mit
Kindern anderer Haut- und Haarfarbe im Kindergarten, der würde nicht in Frage stellen, warum da netter, dicker Schwarzer sitzen, eben Geschichten erzählt. Genau. Der würde ja nicht auf die Idee kommen, so von wegen, ist der Sklave, was macht der da? Vor allem, weil ja auch das Thema, also man, klar, man sieht mal im Hintergrund jemand, der Koffer schleppt und hier Aunt Tempi wird abkommandiert zum Essen kochen und solche Sachen. Also man sieht schon, die Weißen haben dann eine offensichtlich andere Rolle als die Schwarzen im Film. Mhm, ja. Aber ich glaube, so weit interpretativ geht da ein Kind nicht mit, dass es sich darüber Gedanken gemacht, wie es hinter den Kulissen in diesem Haushalt aussieht. Mhm. Aber diese ganzen Mobbing-Szenen, also es geht ja schon fast in Richtung Mobbing, also Kinder, hier, Johnny wird ja dafür gehänselt und dann in den Dreck geschmissen für die Kleidung, die er trägt oder wie er sich verhält und von den coolen Bullies da. Das ist schon unangenehm. Und dann der schlussendliche Stierangriff dann auf ihn, also wenn der Stier ihm dann nachrennt, als Johnny auf die Weide hüpft, da war ich schon so, ich weiß, das würde einen Nerv treffen bei meinem Sohn. Das ginge nicht gut. Also. Mhm. Und dann Schnitt, der Junge liegt im Sterben. Ach du Schande. Mhm. Ja. Das sind sehr ernste, Sachen. Und ehrlich gesagt, das habe ich auch dem Film so ein bisschen übel genommen, weil bis dahin fand ich ihn nur nett langweilig, sage ich auch ganz ehrlich. Das ist kein, ich fand ihn nicht besonders unterhaltsam. Ich habe mich zwischendurch auch mal gelangweilt einfach. Mhm. Und mein Blick wanderte zum DVD-Regal, überlegen, was ich mir denn so als nächstes angucke. Außerhalb der Zeichentrickszenen, aber so dann am Ende, diese letzten 10 Minuten, der versucht da nochmal so eine Life-or-Death-Nummer da reinzubringen, fand ich ein bisschen misslungen. Mhm. Das haben andere Disney-Filme auch gemacht, also Disney-Produktionen neigen generell dazu. Ja. Bin nie so der große Fan davon, find immer am schlechtesten, auch wenn ich zum 1000. Mal das Dschungelbuch gucke, wenn dann irgendwie hier Shere Khan dann im Feuermeer steht, aber hey, also das ist zumindest technisch sehr überzeugend gemacht, aber dort ist es einfach, hier ist es einfach nur ein bisschen platt und fast schon unfreiwillig komisch, möchte ich nicht sagen, aber es wirkt sehr aufgesetzt. Die Frage habe ich mir übrigens auch schon als Kind immer gestellt, warum bei Disney eigentlich am Ende ist halt immer so eskaliert, ne? Ja, so seltsam dramatisch wird. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mich als Kind haben diese Sachen tatsächlich immer weniger gestört oder zu schaffen gemacht. Bei Kapp und Kappa habe ich nicht angefangen zu heulen, wenn der Bär kommt, sondern als mir am Ende klar geworden ist, dass Hund und Fuchs nicht Freunde sein können. Beispielsweise. Ja. Ne? Oder was ich eben, wenn Mowgli, weil du gerade das Dschungelbuch erwähnt hast, eben den Dschungel verlässt, um bei den Menschen zu sein. Und ich dachte so, der arme Baloo. Ne? Also das sind halt so Sachen, die mich halt tatsächlich dann irgendwie mehr mitgenommen haben, so glaube ich die emotionale Ebene. Aber wenn ich so dran denke, welche Fragen ich halt gestellt bekomme von meiner Tochter über Sinn und Unsinn von Filmen, also warum sind die Schwestern von Cinderella böse zu ihr? Oder so. Obwohl, gar nicht, weil das hat sie, glaube ich, mittlerweile verstanden. Die kennt ja auch das Märchen. Aber also ich, warum ist die Katze böse beispielsweise? Ja. Und das ist durchaus auch eine interessante Frage, weil in anderen Disney-Filmen sind die Katzen die Guten. Also Die Sachen sind eben tatsächlich oftmals gar nicht mal so einfach, wie sie sich vielleicht präsentieren. Muss aber trotzdem halt sagen, mir hat das jetzt tatsächlich das Gespräch mit dir auf jeden Fall dahingehend geholfen, halt so ein kleines bisschen besser nachzuvollziehen, warum eben Song of the South offenkundig nach wie vor, ich möchte nicht sagen, ein Schandfleck, ich glaube, da hat sich Disney jetzt Schlimmeres auch geleistet durchaus, ist. Aber zumindest, wie sagt man denn das? Wie heißt denn das, wenn Tone Deaf ist? Ja, verstehe. Und einfach auch ein Film, der aufgrund dessen, wie er konzipiert ist, eben mit dieser schwarzen Hauptfigur nicht die Möglichkeit gibt, wie eben bei anderen Disney-Filmen, dass sie sagen, wir gehen dann danach nochmal mit der Schere rüber oder wir zoomen einfach in den Bildkader rein, wie jetzt zum Beispiel in Fantasia, wo es ja diesen dunkelhäutigen Zentauren gibt, der da die weißen Zentauren bedient und dann einfach die Company sagt, okay, das schneiden wir dann einfach mal raus oder zoomen dann einfach ins Bild rein und dann sieht man das eben nicht mehr. Oder ich meine, es wird nie mehr jemandem auffallen, der den Film nicht anders kennt, dass die Jim Crow-Szene mit den Krähen, mit den Jive-sprechenden Krähen, die ja auch so das rassistische Stereotyp da des tanzenden, singenden, faulen Schwarzen bedienen, da fehlt in Dumbo, wenn das dann irgendwann bei Disney Plus läuft oder sonst wo. Mhm. Und warum auch? Die braucht auch kein Mensch, ganz ehrlich. Ja. Ich wünsche, sie wären da. Das ist eben meine Bitte oder mein Wunsch immer und ist wahrscheinlich auch deine als Filmhistoriker und Filminteressierter, dass sowas erhalten bleibt. Ich wehre mich eben gegen den Gedanken, dass es einfach weg ist, weil eine Company sagt, okay, das entspricht nicht dem Status quo der Political Correctness anno now,
Anno jetzt und deswegen muss es weg. Ich wünschte ihm einfach nur, es bleibt. Und wenn es irgendwie als versteckte Deleted Scene irgendwo ist, auf der DVD oder Blu-ray oder im Stream oder sonst irgendwo. Gut, was ich nicht brauche, ist, wenn irgendwelche Disney-Animateure, was ja immer wieder passiert, da irgendwie nackte Frauen reinschneiden und vieles davon ist ja auch Quatsch. In der Heimkino-Veröffentlichung von Bernhard Bianca gab es so wirklich mal eine nackte, die irgendwie da im Hintergrund zu sehen war. Mm. Das finde ich ganz lustig. Aber gut, das braucht wiederum auch kein Mensch. Aber ansonsten natürlich bevorzuge ich ein Ausbleiben der Zensur und würde mich freuen, wenn gerade dieser Film uns noch mal in adäquater Form präsentiert wird. Mm. Ich habe ein bisschen nach Disney-Kontroversen gesucht, nach Skandalen, aber so richtig spannend war es nicht. Das sind eigentlich eher so die Kleinigkeiten, die meisten haben wir auch schon erwähnt und haben sich irgendwie auch als dann auch relativ schnell ja auch als Quatsch herausgestellt, wie jetzt hier dieser angebliche Penis auf dem Cover von Ariel oder Jessica Rabbit, die in Who Framed Roger Rabbit keine Unterwäsche tragen soll. Also das Schlimmste, ehrlich gesagt, so Disney-seitig, was ich gefunden habe, das war tatsächlich ein Realfilm, das war dieser Tierfilm Weiße Wildnis, White Wilderness, der 58 erschien, wo eben halt die Filmemacher Lemminge in den Tod getrieben haben, um einfach dieses alte Klischee oder Gerücht der todessehnsüchtigen Nager zu belegen. Mhm. Und die dann einfach aus der Arktis haben einfliegen lassen nach Alberta, in Kanada, wo sie den Film gedreht haben und die dann einfach so mit Ruten einen Abhang runtergetrieben haben, damit die in See pflatschen. Unangenehm, ja. Unterlegt mit einem schönen Voice-Over, das dann sagt, und die hier springen die possierliche Naga freiwillig in den Tod, weil sie es nicht besser wissen. Und da dachte ich schon, ja, das ist uncool. Ja, in der Tat. Aber was man alles nicht damals so gemacht hat. Ja. Die Wüste lebt ist auch so eine Sache. Das ist ja heute auch, darf man ja nicht mehr gucken. Nee? Die ist anthropomorphisierender, das ist alles. Ja. Richtig. Also ist als Tierdokumentation nicht ernst zu nehmen, nein, natürlich nicht. Wir sind ein bisschen abgekommen von Onkel Remus, ja. Aber ich glaube, auch bei einer, vielleicht ist es auch nötig, dass wir uns genau über solche Sachen noch unterhalten, um eben vielleicht auch mal zu erklären, warum, naja, wir zumindest vor dem Gespräch beide nicht so ganz die Problematik erkannt haben. Ist das die richtige Formulierung? Ja, vielleicht hätten wir mit diesem Film anfangen sollen und wir wären so ein bisschen entrüsteter gewesen, aber vielleicht sagen wir jetzt noch Straw Dogs und Birth of a Nation und dergleichen. Ist ja alles gar nicht so schlimm. Völlig richtig, also zumindest gibt es keine Frauen auf Fahrrad sitzen. Ja, nee, man muss ja auch fairerweise sagen, es ist kein Skandalfilm im eigentlichen Sinne, weil er hat zwar für Proteste gesorgt, aber ich glaube, es ist nicht ein Film, den heute noch so die Aura des Skandalfilms verfolgt oder umweht, einfach weil... Naja, ich glaube, das Skandalöse ist ich sag das ja vorhin schon mal, ich glaube, das Skandalöse... Der Umgang sowieso, aber ich glaube, das Skandalöse ist eben auch vor allem einfach die Tatsache, dass es ein Disney-Film ist. Ja. Ja. So. Ja, was das? Entschuldige. Ja, ich glaube, mehr habe ich gerade an dem aktuellen Punkt nicht zu sagen. Nee. Okay, News Alert. Ich bin 40 geworden und habe mir gleich an meinem Geburtstag eine Erkältung eingefangen und ich habe. Ich hab gleich mal in dem Zuge die Regel erfunden, aber am Geburtstag darf ich mir was wünschen. Ja. Und eine gute über das Filmprogramm Regel. Nächste Woche entschieden. Finde ich voll gut, du wirst schon sehen, was du davon hast. Na gut, alles klar. Ich weiß auch nicht, ob ich mit der Filmauswahl so glücklich bin, aber sie haben im weitesten Sinne auch was miteinander zu tun, nämlich als Filme, die ich eins sehr geliebt habe und von einem weiß ich auch definitiv heute noch, dass ich ihn liebe und der andere muss, glaube ich, meine Liebe erst wieder so ein bisschen gewinnen oder hat sie vielleicht verloren, ich weiß es nicht, ich habe ihn lange nicht gesehen, aber eine formative Kinoerfahrung war für mich auf jeden Fall 1992 Wayne's World im Kino zu sehen. So, ich glaube, mein erster Film, aus dem ich ging und dachte, oh, das war mal ein kecker Film für Jugendliche. So, war ja auch 13. Also. Okay. Ist mir überhaupt nicht bewusst, dass du in einem 70er-Jahre-Lümmelfilm groß geworden bist. Der Formulierung nach. Okay. Und das andere ist ein Film, den ich persönlich, und ich glaube, daran wird sich auch mein Eindruck, wenn ich jetzt gleich bald wiedersehe, nicht ändern, denn ich habe ihn zuletzt erst vor anderthalb, zwei Jahren gesehen. Ich glaube, einer der besten Debütfilme überhaupt, das ist Michael Mann's Thief. Mhm. Von dem ich noch nicht mal weiß, wie er in der deutschen Fassung heißt, aber
der hieß, glaube ich, mal Violent Streets. Der hat verschiedene Verleihtitel gehabt. Thief der Einzelgänger und Violent Streets sind, glaube ich, die bekanntesten. Okay. Und über die beiden sprechen wir nächste Woche. Ja, ich bin sehr gespannt. Hey. Ja. Also cool. auf das Gespräch bin ich gespannt, weil also zumindest einen der beiden Filme habe ich schon mal gesehen, ja. Danke, das war schön. Du hast mir den Film versüßt und den Abend. Und die Erkältung ist fast weg. Oh. Im Podcast aufgezerrt. Was? Ja, okay, mach den Gag nochmal. Nee. Jetzt mach ich nicht mehr. Alright. Gute Nacht. Bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.